Wollt ihr gerne nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel nun wieder in euer Training einsteigen? Wollt ihr Verletzungen vermeiden, also etwas sanfter ins Training jetzt kommen und dennoch natürlich intensiv an den Themen arbeiten, die wichtig sind, um in der Endrunde zu bestehen, in der Rückrunde nochmal richtig zu punkten? Dann bleibt dran, ich sage euch, wie ich jetzt vorgehe. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist immer noch Martin. Hier dreht sich immer noch alles um das Thema Volleyball. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich bin auf jeden Fall sehr entspannt ins Jahr 2023 gestartet mit ganz gemütlichem Essen im kleinen Kreise und freue mich jetzt, die Endrunde in der dritten Liga mit meiner Mannschaft, der super zweiten der Gießen Grizzlies, angreifen zu können. Wie dem auch sei, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wahrscheinlich startet ihr auch in dieser Woche wieder in euer Training, je nachdem, wie die Hallensituation ist. Und wahrscheinlich haben auch viele von euch jetzt über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel Pause gemacht. Und insofern dürften bei den meisten von uns irgendwie so ein, zwei Wochen mindestens Trainingspause jetzt gewesen sein. Und dementsprechend müssen wir uns ein bisschen neu sortieren, wenn es jetzt darum geht, wieder ins Training einzusteigen. Genau darum soll es im Video heute gehen. Das heißt, ich sage euch, was ihr machen könnt, wenn ihr jetzt ins Training startet, was ihr als Spielerin oder Spieler vielleicht beachten solltet, aber was ihr auch als Trainerin oder Trainer machen könnt, wenn es darum geht, die Mannschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Für mich spielen dabei drei Dinge eine Rolle. Erstens, ich will Verletzungen vermeiden. Also gerade jetzt, wo wir vielleicht viel gegessen haben, vielleicht auch Alkohol getrunken haben, aber dafür sportlich eher verzichtet haben und nichts getan haben, will ich natürlich, dass wir jetzt nicht mit so einem Hammerbombentraining direkt heiß wie die Herdplatte ins Training gehen und dann uns womöglich verletzen. Zweitens, ich will natürlich irgendwie auch wieder zu einer hohen Qualität möglichst schnell zurückkommen. Und drittens, ich will natürlich auch die Fitness, die man vielleicht verloren hat über die Weihnachtsfeiertage, wieder zurückholen. Wie gehe ich also vor? Erstens, um Verletzungen zu vermeiden, ist es also nun angezeigt, mit nicht allzu hohen Belastungen ins Training einzusteigen, gefährliche Situationen zu vermeiden. Das heißt für mich, dass ich wieder viel Bodenarbeit mache und wenig Netzaktionen. Sicherlich werden wir auch im ersten Training ein paar Sprünge einbinden, aber die sollten selbstgesteuert sein. Das heißt, ich gebe keine maximale Sprunghöhe vor, sondern sage, es ist eher zur Gewöhnung, zur Koordination, zum Zurückfinden. Und ich werde auch Spielsituationen wie Angriff und Block am Netz vermeiden. Also wenn wir angreifen, dann eher netzfern und ohne Block, sodass es also keine kritischen Situationen unterhalb der Netzkante geben kann, sodass da keiner auf den Fuß des anderen springt und sich womöglich dadurch verletzt. Außerdem hochintensive Belastungen sollen vermieden werden, das heißt insgesamt eher von der Belastung her niedrig, also keine harten Schläge, vielleicht den Wettkampf außen vor lassen, das sind ja dann immer so Spielsituationen, wo die Spieler immer alles geben wollen und richtig heiß sind. Also wenn ich Wettkampfsituationen reduziere, die Netzblock-Angriffaktionen, dann bin ich doch insgesamt schon ganz gut dabei, um von vornherein Verletzungen auszuschließen. Zweitens möchte ich eine hohe Qualität im Training haben. Das erreiche ich, indem einerseits der Kopf angeschaltet wird. Das heißt, ich muss Übungen machen, die komplex sind, die uns geistig fordern, die uns eine gewisse Herausforderung bieten und spannend sind, damit der Kopf eben eingeschaltet bleibt und nicht so eintönig irgendwie runterfährt und nur so 0-15-Routine abspult. Und zweitens sollte ich als Trainer oder Trainerin den Fokus auf die Technik legen oder eben auf taktische Komponenten. Also zumindest eine Spielsituation oder eine Übungsform schaffen, wo die Technik im Vordergrund steht, wo ich sehr viel korrigieren kann und wo die Spieler gleich dazu aufgefordert sind, eben auch eine hohe Qualität bei der Bewegungsausführung zu machen. Dadurch schaffe ich es, dass die Qualität auch relativ schnell und von Anfang an wieder auf hohem Niveau ist und ich keinen Schlendrian drin habe im Training, nicht jeder da irgendwie aus den Beinen baggert oder womöglich Bewegung nur Larifari macht, weil er eben die Anstrengung vermeiden möchte. Und dementsprechend sage ich jetzt zu Beginn des Jahreswechsels, nach dem Jahreswechsel machen wir Techniktraining und was für den Kopf. Und drittens möchte ich natürlich auch die Fitness wiederholen, die vielleicht über die Weihnachtsfeiertage, das ganze Essen, den Alkoholkonsum zu Silvester und die Ruhezeit abhanden gekommen ist. Und dementsprechend bietet es sich natürlich jetzt an, ein bisschen Athletiktraining mit einzubinden. Das kann sehr individuell stattfinden, also die sowieso fit sind,
können etwas mehr gefordert sein und die, die etwas Nachholbedarf haben, kommen aber auch auf ihre Kosten und werden gefordert in dem Maß, wie sie eben ganz jetzt gefordert werden müssen. Und das Athletiktraining kann eben sehr individuell sein, das heißt nicht nur auf die Person bezogen, sondern auch für sich alleine. Jeder macht das für sich alleine und auch dadurch kann ich natürlich Verletzungen vermeiden, weil es eben nicht ja, im Team ist, weil es nicht zu gefährlichen Situationen kommen muss, sondern wenn ich hier abgesetzt vom Volleyballspiel Athletiktraining anbiete, das kann sehr viel Cardio sein, damit ich einfach wieder eine gute Grundlagenausdauer mir erarbeite. Es können aber auch Kraftübungen sein, um eben das zurückzuholen, was jetzt über die Tage verloren gegangen ist. Das kann aber jeder individuell für sich machen, nach seinem Leistungsvermögen und nur für sich, um eben auch ja, Verletzungen aus spieltypischen Volleyball-Situationen zu vermeiden. Wie sieht das Ganze bei euch aus? Was macht ihr in dieser ersten Trainingswoche im Jahr 2023? Was sind eure Pläne? Was habt ihr vielleicht euch für Saisonziele gesetzt, die jetzt noch erreicht werden müssen und vielleicht sogar an erhöhte Anstrengungen für das Team fordern? Schreibt es mir gerne unten rein in die Kommentare. Ich bin neugierig, auch weil ich natürlich dann gerne darauf reagiere und dazu Videos mache, falls ihr Fragen und Wünsche habt. Also schreibt mir was, ich freue mich über eure Nachricht. Ansonsten, wie immer, mir gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, sofern ihr noch nicht Abonnent dieses Kanals seid. Das freut den YouTube-Algorithmus und mich auch. Und im Jahr 2023 hättet ihr gleich eine gute Tat gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss und bye-bye. Euer Martin.